Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einem neuen Video. Und zwar könnt ihr heute auf diesem Kanal ein Cosmetic for Less Haul sehen. Auch auf dem Kanal von der lieben Lisa, ihren Kanal Beauty Bean, verlinke ich einmal hier in der Infobox und natürlich am Ende des Videos. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, falls ihr nach diesem Video noch nicht genug habt. Sie hat auch bei Cosmetic for Less etwas eingekauft und sie wird sich natürlich über euren Besuch sehr freuen. Und damit das Video nicht ganz so lang wird, ich habe zwar nicht so viele Produkte eingekauft dort, aber möchte ich jetzt direkt mal anfangen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir als erstes falsche Wimpern ausgesucht und das sind welche von Red Cherry geworden. Und zwar sind das diese hier, das ist die Bezeichnung 747 XS und das sind schwarze falsche Wimpern. Und die sollen wohl nur 0,7 cm lang sein und da dachte ich mir, probiere ich die mal aus. Und ich fand die Form der Wimpern sehr schön, weil die werden halt von klein zu groß und an den Seiten sind die halt sehr kurz. Und deswegen habe ich mir die mal für 2,75 Euro mitgenommen. Und ich habe schon sehr oft gehört, dass die Wimpern von Red Cherry sehr gut sein sollen. Und da dachte ich mir mal, probiere ich das auch mal aus. Dann habe ich mir ein Produkt von W7 gekauft. Und zwar brauchte ich eine neue Eyeshadow Base. Und da habe ich diese hier gesehen von W7, die Get Set Eyeshadow Base. Hier sind 7 Gramm enthalten und das ist einfach so eine weiße Creme. Und da dachte ich mir auch mal, kann man ja mal ausprobieren. Und wenn sie was taugt, dann würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen, weil sie hat nur 2,99 Euro gekostet. Dann habe ich mir nochmal ein Produkt von W7 ausgesucht und zwar ist das die W7 Brow Bar geworden. Das ist so ein riesengroßes Set mit verschiedenen Produkten. Einmal habt ihr hier oben so Augenbrauenformer, dann habt ihr hier so eine kleine Palette mit verschiedenen Augenbrauenfarben und einem Pinsel noch dazu. Außerdem habt ihr noch einen extra größeren Pinsel und ein Wimpernbürstchen, würde ich sagen. Und das habe ich mir ausgesucht, weil ich einfach mal was mit meinen Augenbrauen machen wollte. Und hier hinten sind dann nochmal so ein paar Beschreibungen. Da seht ihr nochmal, welche Farben es gibt und die Formen und wie ihr das Ganze dann machen könnt. Und das ganze Set hat nur 4,99 Euro gekostet. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal mit. Es war ja jetzt nicht teuer. Und falls es nichts bringt, dann ist es auch nicht so schlimm, weil die 5 Euro, die habe ich mal gerne investiert, um vielleicht mal die perfekte Farbe für meine Augenbrauen zu finden. Ja, dann habe ich mir das erste Mal ein Produkt von Makeup Revolution ausgesucht und das ist so ein Contour-Kit geworden. Das ist eine Palette mit 3 Farben. Einmal habt ihr hier einen Blusher, dann habt ihr einen Highlighter und einen Bronzer noch. Und ich finde das ganz praktisch, da hat man die 3 wichtigsten Sachen schon mal in einer Palette. Und ja, ich finde die Farben sehr interessant, vor allem der Blush gefällt mir sehr gut von der Farbe. Und diese Palette hat 4,49 Euro gekostet. Ja, meine Lieben, dann kommen wir schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar sind es eigentlich 2, aber es gehört zusammen. Ich habe bei Cosmetic for Less ein Schnäppchen entdeckt, beziehungsweise ein Set und das beinhaltet eine Sleek Palette und das ist diese Eye Divine Au Natural Palette und dazu gab es einen Blush und zwar ist das diese hier, die Blush by Sweep Blush Palette und ja, da habe ich mir einfach mal gedacht, das kann ich mir nicht entgehen lassen, weil ihr habt beide Produkte für den Preis von der Lidschatten Palette bekommen. Und zwar hätte das normalerweise die Palette 9,99 Euro gekostet und die Blush-Palette hätte auch nochmal 11,99 Euro, glaube ich, gekostet. Und das habt ihr beides für 9,99 Euro bekommen und da konnte ich nicht Nein sagen und habe es mir mitbestellt. Und ja, das ist einfach eine Blush-Palette noch. Und ich finde ja die Aufmachung von den Sleek Paletten sehr, sehr schön mit diesem Sleek-Aufschrift. Und so sieht die Blush-Palette aus. Da sind sehr komische Farben drin. Einmal habt ihr so einen, ja, so einen Orangeton, dann so einen Koralle und ein, so ein Rosé. Aber es gefällt mir sehr gut und deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Und die Lidschattenpalette sieht natürlich auch genauso aus und das gefällt mir sehr, sehr gut, die Aufmachung. Und da habt ihr einmal diese Farben hier.
Und das sind auch super natürliche Farben. Ihr habt da dunkle Töne, helle Töne und auch matte und schimmernde Töne. Und deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Ich hatte auch noch gar keine Sleek Palette und dachte ich mir, das lohnt sich. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Cosmetic for Less Haul. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und schaut auf jeden Fall jetzt noch bei der Lisa vorbei. Ihren Kanal findet ihr jetzt nochmal am Ende des Videos und in der Infobox. Sie wird sich sehr freuen und ich freue mich auch, wenn ihr bei ihr vorbeischaut, weil ihr habt ja jetzt nicht so viel bei mir auf dem Kanal davon gesehen. Schaut einfach mal bei ihr vorbei. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen mehr eingekauft als ich. Und dann hoffe ich natürlich, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!